Servus Leute und herzlich willkommen wieder zurück zu TerraTech. In der heutigen Folge werden wir mal damit anfangen, beziehungsweise wir werden versuchen, eine neue Base aufzubauen, die nur dem einzigen Zweck dient, und zwar Hawkeye-Sachen zu craften. Und ich habe das ungute Gefühl, ich müsste mich hier erstmal um die ganzen Leute hier kümmern, die in der Nähe sind. Nicht, dass es hier noch zu bösen Unfällen kommt. Genau. Die Teile können hier von mir aus despawnen, wenn ich mit denen hier fertig bin. Das passt dann schon. So. Dann dich da hinten. Der wäre auch erledigt. Und dann nur noch den hier. Ich dachte, ich hätte komplett daneben geschossen, aber wir haben anscheinend doch ein bisschen was getroffen. Ja gut, da kann sich eh nicht mehr wehren. Und er ist erledigt. Wunderbar. So, dann haben wir jetzt hoffentlich ein bisschen Ruhe. Fahr mal bitte näher an die Base ran. Nur für den Fall der Fälle. Gut, und dann wechseln wir mal direkt auf unsere Kanzel hier. Auf das Cockpit. Wo habe ich das denn eigentlich geparkt? Ach, da hinten. Gut. Also öffnen wir erst einmal mit dem Hawkeye-Fabrikator. Gut. Und der sieht doch irgendwie wie so ein High-End-PC aus. Nun gut, wir stellen dich mal hier hin. Oder doch vielleicht noch ein bisschen weiter zurück. Genau hier hin. Gut, ist das hier der Eingang oder der Ausgang? Ne, hier ist der Eingang. Gut. Ein Glück, dass da jetzt grüne Pfeile drauf sind, damit man weiß, wo der Eingang ist. Dann kommt hier erst einmal ein Band hin, der da reinfließt. Oder das da reinfließt, besser gesagt. Gut. Dann würde ich mal sagen, benötigen wir eine Raffinerie. So wird das natürlich nicht. Das hier ist der Eingang. Ich will da aber den Ausgang anschließen. Das ist dann schon ein bisschen kritisch, das Ganze hier. Nun gut, machen wir es halt eben so. Nun gut. Wir haben ja noch Filterbänder. Genau. Nö. Wieso nehme ich da zwei Filterbänder? Ich weiß es auch nicht. Ich hoffe, ich kann dich mal richtig rum hindrehen. Aber allen Anschein nach nicht. Das ist ein Problem. Nun gut. Dann machen wir hier noch irgendwie so eine Sekundärleitung hin. So. Filterfließband. Genau so. Wunderbar. Alles soll da natürlich nicht durch. Da soll nur... Weißt du was, wenn ich da unveredeltes Zeug brauche? Da kommt erstmal veredeltes Zeug ran. Dann brauche ich dich hier schon mal gar nicht. Ich glaube, für das unveredelte Zeug mache ich einfach mal was Separates. Was wir natürlich brauchen, sind halt die ganzen Silo-Pads hier. Wo halt das ganze Zeug, was geschreddert wird, auch gespeichert wird. Genau. Ich hoffe mal, das wird so funktionieren, wie ich es mir vorstelle.
So, das können wir hier mal umdrehen. Und dann können wir natürlich das Ganze auch noch hier hinsetzen. Dann ziehen wir hier auch noch eine Line durch. Komisch nur, dass sie jetzt in die andere Richtung läuft, aber das bekommen wir, glaube ich, mit einem einzigen Rechtsklick hin. Jo, läuft. Moment, ich sollte vielleicht doch noch einen Meter weiter zurückgehen. Genau, weil hier sind wir noch im Einzugsbereich unserer Storage Unit. Genau hierhin. So. Und dann brauchen wir schon mal ein paar Verschrotter. Ich glaube, die von GSO kommen da mal locker hin. Na komm, fahren wir mal näher ran. Damit wir da auch besser arbeiten können und auch besser sehen können. Das passt schon so. Wobei. Rot war der Eingang. Nee, rot war der Ausgang. Super. Weil wie wir jetzt sehen, wenn ich da jetzt ein paar Blöcke hinschmeiß. Genau, saug das hier alles mal auf. Du kannst es schon mal zerschrotten. Braucht man ja schon alles mal. Das müsste dann alles hier drin gespeichert werden. Genau. Manufacturing. Gibt noch ein paar zusätzliche Verschrotter hier. Da müsste ich ja noch ein paar haben, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Habe ich echt nur einen GSO-Verschrotter? Herstellungseinheit, Raffinerie. Na gut, da muss ich nachkaufen. Nutzt alles nichts. Produktionsgebäude, Gerätschaften. Bisschen Kleingeld haben wir ja. So. Da speichert sich schon mal Holz und Eisen in unverbrauchten Variationen. Dann können wir das Ganze noch ein bisschen weiterführen. Fließbänder. Nein, kaufen sollst du es natürlich nicht. Warum sollten wir Sachen kaufen, die wir zu tausendfach haben? Gut, dann kommen hier meine Geokopf-Verschrotter hin. Nun gut. Nur du bist hier falsch. Weißt du was? Ich platziere da erstmal das Förderband fertig. Ja, genau, falsch rum. So muss das sein. Und es wird verdammt nochmal dunkel. Das gefällt mir nicht. Nein. Ich glaube, das müsste so auch passen. Gut. Dann gib mal Räder hier hin. Räder hier hin. Und Räder hier hin. Ja. Jetzt kann sich ja gar nicht entscheiden, wo was hingeht. Ein paar normale Blöcke direkt mal verschrotten. Davon haben wir ja zum Glück ein paar. Damit auch ein bisschen was rumkommt bei der Sache. Gut. So, dann ziehen wir die Förderbänder hier wieder weiter und bringen da noch ein paar Venture-Verschrotter an. Ja, das hier alles zu lagern, wird ja auch halbwegs problematisch. Gut, Venture. Da haben wir 5 Verschrotter, das ist doch schön. 1, 2.
Nein, das ist immer noch verkehrt rum. Ja, ich weiß, die Basis gibt nicht allzu viel her, so optisch, aber muss sie ja auch nicht. Ich würde mich schon freuen, wenn ich das genauso hinbringen würde wie die anderen beiden. Ach so, deswegen geht's nicht. Das muss doch möglich sein, oder etwa nicht? Dass man da noch mal was anbringen kann. Und wenn wir hier mal ein bisschen Luft lassen, haut's dann eventuell hin? Ja, jetzt. So und so. Und ihr könnt dann mal ein paar von diesen Blöcken hier verschrotten. Und ihr seht direkt, dass wir nicht genug haben. Irgendwann werden die uns da ausgehen. Und ich glaube, ich brauche mehr Silos, die Sachen zwischenlagern. Nun gut. Genau, sammle hier erstmal alles auf. Tam, ja, wir brauchen deutlich mehr Silos. Vor allem, wenn ich hier mal gucke, was so eine Cruise Missile kostet. Titaniterz, Carburetsiegel und Ignitionkristall. Ja, dafür muss man eine ganze Menge schrotten. So, dann würde ich mal behaupten, dass dieses Ding hier einfach falsch ist. Das andere Problem ist, wenn ich das jetzt abreiße, dann haben wir ein anderes Problem. Moment. Das können wir ja mal ganz einfach klären. Wie die FPS hier leiden. Seht ihr, ich sag's doch immer wieder, es gibt Probleme mit Basen. So, dann bringen wir dich mal hier an. Kann ich das hier entfernen? So, dann brauche ich hier ein Filterband. Gut. Und dann können wir das Ganze auch hier anschließen. Moment. Dann gehen hier hin. Nur veredelte? Moment. Alle Ressourcen, alles filtern, nichts filtern, Treibstoff. Also wenn hier nur die veredelten lang gehen, dann bräuchte ich an sich ja die Raffinerie viel früher. Oh, das ist ein Problem. Moment. Erstmal hier wieder eine Verbindung schaffen. Genau so. Dann gehen hier nur die veredelten Teile hin. Und dann kann ich hier irgendwo meine Raffinerie anbringen. Nun gut. Dann würde ich mal sagen, basteln wir uns erst einmal einen Sammler, wobei. Was kosten denn so Silos? Ihr seht ja, wir brauchen davon wirklich eine ganze Menge. Ach ja, es gibt ja noch größere zum Glück. Die ganzen Silos sind mittlerweile alle voll. Sehr schön. Was da nicht alles an Zeug mit rumkommt.
Ist ja auch phänomenal. Nun gut, weiter mit dem Fließband. Da kann das ganze Zeug hier außen rumfließen und sich überall einlagern. Eieieiei. Gut, und dann muss das natürlich alles auch irgendwie abfließen können, wenn es angefordert wird. 9 FPS hier gedenken. Genau, einfach mal zu viele Ressourcen genommen, beziehungsweise hier hingestellt. Moment, was ich gar nicht geguckt habe, ist, sind da irgendwelche Sachen, die man bereits bauen kann, irgendwie gehighlightet? Das wäre ja auch lustig. Moment. Du forderst das Zeug an. Eigentlich müsste es automatisch aus den Silos rausgezogen werden. Funktioniert aber nicht. Ja klar funktioniert es nicht, weil dieses Band hier verkehrt rum ist. Genau, ihr fordert hier alles an. Moment mal kurz. Ah, so. Nun gut. Dann läuft das hier schon mal entlang. Was wir hier natürlich auch noch anbauen könnten. Wo ist so ein Receiver, so ein großer hier? Ich glaube, den bauen wir mal hier an. Dann vielleicht noch einen weiteren. Damit wir auch frische Ressourcen anliefern können. Ja klar, dir fehlt das blaue Zeug. Na komm, bauen wir jetzt erstmal einen Sammler. Keinen überragend großen, aber hey. Nun gut, dafür hätte ich gerne ein Traktorpad, ein etwas größeres. Von mir aus auch gerne zwei. Dann gehst du hier mal in die Luft. So, Räder. Diese sollten hier definitiv ausreichend sein. Gut. So wird das natürlich nicht. So ist besser, oder? Außer, dass du eins nach vorne musst. Nun gut, und dann brauchen wir noch eine Abbauvorrichtung. Vielleicht etwas Licht. Ja, so eine Rundumleuchte, die gar nicht funktioniert. Das kommt doch immer gut. Waffen. Nee, die Säge bringt's ja nicht wirklich. So, dann organisieren wir uns mal ein paar Ressourcen, wollte ich sagen. Aber sieht erstmal danach aus, als müssten wir hier die Gegend erstmal wieder bereinigen. Hier wimmelt's ja wieder nur von Gegnern, wie zum Beispiel den da. Jajajajaj. Nun gut. Genau, komm näher, damit wir deine ganzen Einzelteile bekommen. Läuft. So, die beiden da hinten noch. So, weg mit dir. Und schon wieder Livestreams. Da wird ja nur noch gestreamt heute. Würdest du bitte kaputt gehen? Danke. Ich will doch nur meinen Sammler hier mal ein paar Ressourcen holen lassen. So. Ah, der ist keine große Gefahr. Und auch direkt erledigt. Sehr schön. Na, dann fahren wir wieder zum Tanken.
Ja, ich glaube, wir werden jetzt versuchen, ein paar Sachen zu craften und dann reißen wir die Base wieder ab, weil so unperformant das ist, lohnt sich das gar nicht. Also auf Dauer. Genau, lad du hier mal nach. So. Mit dir holen wir mal ein paar blaue Kristalle. Weißt du noch, welche sind? Nee, die sind despawned. Eigentlich dürften die gar nicht despawnen, dann holen wir mal die blauen von da hinten. Und ich hoffe mal, wir kommen weit genug weg, dass sich die FPS mal langsam wieder erholen. Weil das gefällt mir mal gar nicht. Nee, also mit FPS wird es heute nichts mehr. Dafür habe ich einfach zu viele Objekte hier in der Nähe. Hey, Kristall Harvester complete. Alles klar. Na komm, nimm schon auf. Was bekommen wir denn da für eine schöne Überraschung? Die warten wir definitiv noch ab. Wow, Licht. Und anderes nutzloses Zeugs. Weißt du was? Den Wireless Charger nehmen wir mit. Dich nehmen wir von mir aus auch mal mit. Ja, nehmen wir einfach alles mit. Hey, guck mal, da drüben steht ein Hocker und blockiert mir meine Erzvorkommen, die ich gerne hätte. Aber dagegen kann ich jetzt leider auch nichts mehr unternehmen. Nun gut. Weißt du was? Die grünen Kristalle da hinten holen wir auch noch. Ich habe das ungute Gefühl, dass wir noch ein paar brauchen könnten. Ich glaube, wir nehmen einfach mal von allem ein bisschen was mit. Wir haben ja zwei riesige Traktorpads. Da passt schon ein bisschen was drauf. Und es ist verdammt leise hier geworden, wenn ich das mal so anmerken darf. Von mir aus nehmen wir noch ein bisschen was von dem gelben Zeug mit, wenn es sich hier schon anbietet. Wunderbar. Na komm, Baum, beiseite. Vielleicht brauchen wir noch ein bisschen Rohholz. Klar, vom Rohholz müssten wir eigentlich eine ganze Menge haben. Aber ein bisschen mehr schadet da definitiv nicht. Weißt du was? Von dem blauen Stein können wir noch ein bisschen was mitnehmen, wenn wir schon mal hier sind. Jo. Na komm, nimm mit. Na komm, sammel es mal alles auf. Dann fahren wir halt so seitlich drauf. Von mir aus helfe ich noch ein bisschen mit. Ist ja halt auch nicht so schlimm. Und dann, dann und dann und dann. Ja, klar, an sich müsste ich da einen Receiver anbringen, damit es ein bisschen schneller gesammelt wird. Das Problem an der Sache ist dann halt, wenn ich die Ressourcen abgeben möchte, dann klauen sich die Receiver gegenseitig immer die Sachen. Und das ist ja auf Dauer auch nicht so gesund. Naja. Halb so wild. Bis sie von dem Zeug, was wir mal wollten, haben wir. Und das wir halt nicht haben, haben wir halt eben nicht. Willst du das bitte aufsammeln? Huhu. Danke. So, dann ab nach Hause. Moment, waren hier. Nee, das war nur das Pinselsymbol. Ich dachte schon, da wären wieder ein paar Kristalle und so. Aber nö, da sind keine. Und schade, dass die Kristalle hier despawned sind. Die hätten wir gut gebrauchen können. So, dann wird das hier noch alles eingesammelt. Naja, vielleicht nicht alles. Nur das, wo ich nachhelfe. Ja, diese Kügelchen verhalten sich doch hin und wieder ein bisschen merkwürdig.
So, weiter. Auf ins Ruckelgebiet. So, dann wird hier einmal gewendet. Und dann auch alles abgegeben. So, die zusätzlichen Teile kann ich hier natürlich demontieren. Wenn ich da rankomme. So, die Bestellung läuft ja noch. Moment mal kurz, gib mal die Fahrerkabine hier. Dann kann ich das Auto hier noch stehen lassen. Klar, so schön dieses Licht auch ist, muss es auch mal kurz weg. Und du fährst mal da rum. Genau. Hast du es bereits produziert? Ich denke ja. Sonst wäre die Bestellung ja schon längst verschwunden. Na komm, produzieren wir mal nochmal eine. Achso, unter Waffen muss ich gehen. Natürlich. Na komm, bau. Achso, ich brauche 18 von den Dingern hier. Das könnte ein Problem werden. Definitiv. Oder wir schauen einfach mal, was wir sonst noch so scrappen können. Weil in unterschiedlichen Sachen sind ja auch unterschiedliche Sachen drin. Nun gut, beginnen wir mal mit ein paar normalen Waffen. Dich zum Beispiel hier. Dich hierhin. Dann von mir aus hierhin. Ja, da kommt nur überwiegend Eisen raus. Rote Lampen. Suchscheinwerfer. Ja, doch, da kommt doch unterschiedliches Zeug bei raus. Aber nicht immer das, was man braucht. Energiequellen. Was bringt uns eine Batterie? Wobei, das ist ja auch Quatsch. Ich müsste es alles einzeln zerlegen, um zu sehen, was da überall rauskommt. Naja. Wobei, ich könnte mir ja auch die Rezeptur. Moment. Genau, das ist schon mal wichtig. Production. Herstellungseinheit. Gib mal eine her. So, die einzelnen Rezepte sehen wir ja auch hier. Das ganze Zeug sollte man dann halt so wieder zurückbekommen. Normalerweise. Also da haben wir Titaniterz, 12 Stück. Und hier haben wir Ignitsplitter. Also müsste ich so gesehen die beiden Teile hier schreddern. Genau, da kommt das Zeug raus, das ich benötige. Gut. Fahr mal bitte wieder rum. Und ich sehe gerade, dass die Folge schon wieder vorbei ist. Ach ja, ein bisschen mehr Performance würde da nicht schaden. Definitiv nicht. Guck mal, da kommen schon mal Teile an, von denen, die wir brauchen. Und warum nimmst du es nicht? Ach so, weil du erstmal darauf wartest, dass du höchstwahrscheinlich alles von einer Sorte bekommst? Oder verarbeitest du es du gerade? Das soll mal einer verstehen. Wobei es könnte auch sein, dass ich nicht genug von dem Zeug habe. Ist ja natürlich auch möglich und deswegen wird da gewartet. Eieieiei.
Genau, da wird wieder alles schön fleißig zerlegt. Guck mal doch mal bei GSO nach. Gib mal so ein Fabricator her. Also aus diesen normalen Laserwaffen bekomme ich das Ignitsplitterzeug her. Karbiderz bekomme ich aus denen. Und aus denen Titaniterz. Eigentlich müsste ich nur die drei Sachen hier schrotten. Und das in großen Mengen. Können wir ja mal für schlechte Zeiten hier hinstellen. Wobei an sich würde es sich ja auch lohnen, wenn ich das einfach nur alles verkaufe. Aber ich will einige Sachen produzieren. Nun gut, dann hauen wir mal ein paar von den Sachen hier hin. Ein paar von den Sachen dahin. Und ein paar Sachen von dem Zeug hier hin. Oh yeah. Und wir sind bei 31 Minuten und 6 FPS. Naja, egal. Ich wusste ja, worauf ich mich hier einlasse. Ach so, du sammelst die Hälfte wieder ein. Verstehe. Aber vorankommen tust du ja auch nicht wirklich. Das ist einen bestimmten Grund. Ach so, du willst das Zeug verarbeitet haben und es ist einfach so vorbeigeflutscht. Das ist ein Problem. Da gebe ich absolut recht. Ja klar, jetzt wird das Teil wieder befüllt. Ja gut, meine Freunde, ich würde dann mal sagen, das war's jetzt von dieser Ruckelfolge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Wünsche noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.